Hallo Leute und herzlich willkommen zur Folge von Smite 2. Hi, also der Alpha und so. Wir spielen Hecate oder Hecate, wie auch immer man sie aussprechen möchte. Ich habe keine Ahnung, wie der Start hier aktuell ist. Ich weiß nicht, was der Plan ist, was am besten läuft. Ich habe keine Ahnung, wirklich, really, I don't know. Ich habe sie jetzt ein bisschen ausprobiert im Practice Mode, weil ich dachte, das wäre nicht uncool, weil ich ein bisschen herausfinden würde, wie sie sich spielt. Und es fühlt sich sehr, sehr gut an. Ich finde es sehr lustig. Ihre Fähigkeiten, Damage ist hoch. Cooldown ist nicht unangenehm. Sieht sehr lustig aus. Ich weiß nicht ganz, wie hier die ganzen Plays sind. Ich könnte schon mal meine Passive hier auf das Teil rauf machen, auf den Tower hier, wenn man mit dem Tower interagiert. Genau. Regeneration für Teammitglieder in dem Bereich. Und man kann sogar mit Göttern interagieren, wenn man, also die Passive auf Götter packen, wenn man vorher einen Kill gemacht hat. Das ist mega interessant. Also ich glaube, es wird sich sehr, sehr cool spielen. Weil die Zeit, hätte ich ihnen helfen müssen da drüben? Bin mir so unsicher. I don't know. Scheinbar hat seinem Jungler geholfen. Gehen wir kurz rüber zu Thanatos, oder braucht er meine Hilfe nicht mehr? Ist er jetzt schon durch? Ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist, nochmal rüber zu rennen. Zack. Bekommen wir die Erfahrung wenigstens noch ein bisschen mit. Ihre 1 ist einfach ein Skillshot nach vorne, der durch Gegner durchgeht. Diese Fähigkeit hat zwei verschiedene Versionen. Einmal eine Version, die Gegner markt, für extra Damage. Und eine Version, die Gegner mesmerized. Also ich glaube, mesmerized war dieser. Verdammt. Doch, Leute hat noch getroffen. Dieser kurze Stun-Route, weißt du, wenn man das, was Apollo kann. Wenn ihr euch daran erinnern könnt. Können wir es mal kurz lassen hier drüben? Bitte, 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 Dankeschön. So, machen wir das kurz. Au. Ich glaube, man besteht bestimmt da hinten, oder? Ja. Was? Willst du mich? Der hatte null Leben. Okay, das finde ich gerade hart cringe. Das hat null Leben. Und ich wurde trotzdem. Und er hat den Buff trotzdem bekommen. Hä? Das macht mal gar keinen Sinn. Okay, das ist frustrierend. Na gut, Bugs sind normal. Ist eine Alpha. Alles fein. So, machen wir einen schönen Damage. Scheinbar nicht so viel. Nein, das war halt frustrierend. Das habe ich nicht verstanden. Nicht wirklich. Aber okay. Passiert, I guess. Meine 2 ist eine Damage-Fähigkeit. Ich mache erstmal eine riesige Area hier, die erstmal gar nichts tut. Oh shit. Nein, aber. Okay. Ich bin confused. Weil ich mich kann. Hä? Ich hab doch. Wieso existiert T nicht? Der hat denn gesagt, T existiert. Wieso existiert T nicht? Warte mal. Nee, lauf doch weiter. Okay, wo kann ich denn eigentlich. Tab? Nein. Combat Log. Hier, das wollte ich sehen. Aber hier ist. Oh, okay, das ist aber noch verbuggt. Schade. Ich hatte eigentlich gehofft, dass das jetzt drin sein wird. Komm mal, wie auch immer mich das getroffen hat. Jedenfalls. Ey, lass mal kurz den Quatsch. Ich lasse jetzt nicht weggehen, nachdem du mich abwachst. Bin ich dir ehrlich. Ich werd's nicht sofort. Hol das mal kurz. Kann ich Fähigkeit durch Wände gehen? Müsste ich mal ausprobieren. Ach, come on. I don't know, egal. Ich bin ein bisschen frustriert hier gerade. Es fühlt sich nicht so angenehm an, gegen ihn zu spielen da hinten. Der ist. Na, oh, scheiße, nicht schon wieder. Come on, Alter. Er ist schon wieder da und tat. Das war kein einziges Mal in meiner Richtung. Oh, ich nehme Beats mit, weil ich vergessen habe, was ich von der Blink hat, aus irgendwelchen Gründen. Ich hoffe mal nicht, dass ich jetzt, dass er jetzt aufhört, mir wer ist das? Ich glaube, er hört jetzt auf, mir die Items vorzuschlagen. Geil. Okay, anyways.
By the way, alle haben jetzt irgendwie Combat Blink von Anfang an. Man kann sich. Man hat wieder einfach ein normales Relic-System. So, I don't know. Das ist einfach komplett stupid. Ich weiß nicht. Okay, anyways. Egal, ich muss schon, dass ich in die Runde reinkomme. Es kann nicht sein, dass ich gerade so hart Probleme habe. Der Nimbus ist noch nicht mehr wirklich gut. Ich finde, der Stun fühlt sich immer noch wirklich bad an von der Nimbus. Die Animation ist nicht gut. Die Hitbox davon ist voll komisch. Aber ich denke, man muss sich immer dran gewöhnen. Oh, cool. Haben sie den? Wollen wir hier irgend. Ich bin auf dem Weg, ich weiß nicht. Okay. So, werden wir kurz schneller. Es geht durch Wände scheinbar. Außerdem bekommt er einen Kill, ist mir recht egal, bin ich ehrlich. Okay. Es geht durch Wände, ich habe meine Ult gerade hart verhauen, weil es ist einfach gewöhnungsbedürftig. Ich meine wirklich meine erste Runde mit E überhaupt. In Smite 2, deswegen. Gut, Smite 1 möchte ich gar nicht spielen. Haha. Es ist einfach alles ein bisschen sehr ungewohnt. Und wenn du einfach genau gar keine Hilfe bekommst, ist es halt auch mega mies. Es fragt mich ein bisschen ab, dass ich den Buff am Anfang nicht bekommen habe, aus irgendwelchen Gründen. Das hat gar keinen Sinn gemacht. Der hatte null Leben, ich hätte ihn killen müssen. Aber der musste nur einen Auto-Check machen, um ihn zu bekommen. Einfach gar keinen Sinn gemacht. Yo. Ja, wenigstens hat das mir nicht getroffen. Das ist Schwachsinn. Hätte mich das getroffen, Diese Hitboxen sind teilweise wirklich insane. Unser Tal macht auch leider keinen guten Job. Ein bisschen blöd, aber naja, was soll man tun? Und der ist das Welcome in Steals, ich sag's dir. Oh, Kacke. So, diesmal nicht. Aber für mich trotzdem, für mich gestorben, ich liebe es. Leute, wollt ihr irgendwie auch mal. Er ist Mitte, aber er kommt nicht rüber. Oder wie? Er schaut nur zu, wie ich da sterbe. Geil. Das ist ein Supporter, den man haben möchte. Und das kauft für dich nicht ein, weil ich mir Beats holen wollte. Das ist schon insane. Ach komm schon, das ist frustrierend, solche Sachen. Komm, bitte spiel. Bitte spiel. Ich schwör dir, lass den Quatsch. Lass mich einfach Items anschauen und sie kaufen, wenn ich. Die wollte ich gar nicht. Ich liebe dieses Spiel. Ach ja, Smite 2, du warst eine Ehre für mich, die mir unglaublich viel Spaß macht. I don't know. Ich finde, es gibt noch so viele Sachen, die sich nicht gut anfühlen in keiner Hinsicht. Das ist so komisch. Ich bin auch gerade absolut negativ, bin ich ehrlich. Ich bin auch wirklich krass frustriert hier gerade an der Stelle. Tantos ist nicht wieder da. So. Es fühlt sich, es gibt viele Sachen, die sich aber wirklich nicht gut anfühlen. So, helfen wir kurz da drüben, wenn wir können. Okay, was passiert hinten jetzt? Okay, alle blinken herum. Er ist tot leider. Jetzt bekomme ich den Kill. Happy dafür. Ach, er ist da hinten. Okay, ich denke, ich kann noch gut hinterherkommen. Kein zu großes Problem. Das zum Beispiel ist eine sehr, sehr komische Hitbox. Bin ich dir ehrlich. Weil wieso werde ich. Das hat mich einfach nicht gehittet. Das ist so strange hier. Okay. So. Können wir. Ach, come on, really? Können wir den einfach auch killen, vielleicht? Warte. Die Nieten hat einfach genau gar nichts. Oh Mann, okay. Ich würde auch sehr schön, wie der Thanatos wie der Baros die ganzen Kills bekommt immer. Aber gut, was mich nervt hier gerade? Ihr könnt das ja sehen. Wieso funktioniert das nicht? Wieso macht das nur Probleme? Das verstehe ich nicht. Es macht ja keinen Sinn, dass es solche Probleme macht. Na gut, was willst du tun? Ich muss aber schauen, das ist einfach noch alles sehr gewöhnungsbedürftig. Die Einzelmission ist cool, aber ich finde, es fühlt sich einfach nichts dahinter an.
keine richtige fühlbare Animation, keine guten Effekte, die sichtbar sind. Ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit der bisschen was mit dem Artstyle zu tun. Ernsthaft. Okay. Sehr geil. Was soll ich tun, wenn drei Leute in der Mitte sind? Das ist doch so frustrierend. Und auch so random Shit einfach. Wieso ist auf einmal die Neith auch noch da mit dem Thanatos? Und wieso macht mir der Thanatos. Ich würde so gerne einfach auf die Damage Recap schauen. Das würde mir einfach schon Dankeschön, was auch immer hier alles kaputt ist. Achso, und jetzt gar nicht mehr? Jetzt kann ich gar nicht mehr sehen. Geil. Spiel, ich schwöre dir. Dankeschön. Das macht alles so keinen Spaß. Das macht also wirklich keinen Spaß. Ich verstehe, weswegen die meisten Leute aufhören zu spielen. Weil es einfach auch gerade auf so einem Level ist, wo es einfach nicht wirklich spielbar ist, finde ich. Nicht gut spielbar ist. Es ist klar, es ist noch eine Alpha und die Beta kommt auch bald. Aber es fühlt sich einfach nicht gut genug an, um in irgendeiner Hinsicht von mehreren Leuten, von mehr Leuten gespielt zu werden, finde ich. Das hört sich vielleicht mega negativ an, aber es ist einfach. Es ist keine Idee hinter dem Game, es ist einfach nur. Es ist einfach clunky zu spielen. Die Fähigkeiten fühlen sich größtenteils nicht gut an, die Animationen. Na gut, Animationen sind okay. Aber ich finde, die Fähigkeiten fühlen sich aber nicht gut an. Das getroffen werden, das Treffen, die Hitboxen sind komplett strange. Der Damage ist für mich noch sehr unverständlich, dadurch, dass man auch keinen Damage Recap sehen kann, alles drum und dran. Was ich halt an der Stelle auch nicht gut verstehen kann, ist deswegen, wer ist das? Weswegen auch die Personennamen angezeigt werden und nicht die Götternamen. Das fuckt mich ehrlicherweise so ein bisschen sehr ab, weil ich denke, okay, ich habe doch keine Ahnung, wie diese Menschen heißen um mich herum. Ich will auch lieber, gib mir die Götternamen und da, nur die und fertig ist. Ich brauche nicht sehen, wie die Leute heißen. Das bemerke ich mir noch eh nicht. Geil. Meine Ult macht gut Damage. Sehr schön, das macht Spaß. Wer bist du denn? Wie? Wie? Da ist nix. Was soll ich denn da tun? Ne. So, jedenfalls okay, ihre zwei Fähigkeit, Fähigkeiten, die in diesem großen Zwei-Bereich, alle Fähigkeiten, die in dem Bereich eingesetzt werden, verstärken den Damage von dem Projektil, was ich danach schieße. Also wenn wir schauen können. So. Wie man jetzt sehen kann, hier. Alle Fähigkeiten, die dran eingesetzt werden, erhöhen den Damage. Hat's funktioniert? Kann ich in die Passive raufhauen? Ich könnte die Passive raufhauen. Sehr cool. So steht da gerade noch, die hängt auch noch da, ist richtig lustig. Ich hatte Angst, dass ich Thanatos gehört habe. Da habe ich gerade nicht wirklich Bock drauf. Aber macht er nur ein bisschen irgendwas? Geil, aber der Damage ist hoch gerade. Ich glaube, ich habe das recht gut gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wohin das ist. Ist mir recht egal. Ich muss jetzt nicht mit ihm fighten. Okay, nicht da drüber geultet, scheinbar. Ne, ging. Achso, der ging ja schon nicht da drüber geultet. So, war das confused. Der Zwei-Bereich kann überall sein. Es ist egal. Ich kann jetzt hier einsetzen, hier die Fähigkeiten aufladen, alles drum und dran. Könnt dann nach rechts gehen und sie dort dann die zwei dort einsetzen und dann würde das Projekt hier rüberfliegen. Wir können das eigentlich machen. Ich habe Ult, ich habe Damage. Wenn wir das gut einsetzen, können wir das gut machen eigentlich. Was denn? Die Ult ist wirklich stark, ist richtig krass. Also die macht gut Damage. Ich hab das Gefühl, dass der bestimmt rüberkommen wird. Ach, come on. Scheiße. Ach, ernsthaft?
Ah, komm on, wissen's das. Der macht wirklich nicht. Oh. Wieso wurde denn eben jetzt 100 gebrochen gerade von der Stelle? Das hab ich nicht verstanden. Weil selber hat er den. Weil selber hat er den ja nicht abgebrochen. Kann ich ihn muten? Geht das jetzt gleich im Muten? Funktioniert das jetzt so das Spiel? So. Oh Gott, was da bist du? Ist ein Lifestyle, wäre auch nicht schlecht. Oder was haben wir noch so schönes? Weiß ich nicht, glaube ich, möchte eigentlich Cooler Reduction ist nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist. Ich finde, Your middle tower is under attack. Zu die Frage. Weil, okay, wir brauchen Anti-Heal. Das brauchen wir definitiv. Weil die sind zwei Leute, die sich sehr, sehr viel heilen. Die haben auch einen Emil, der nicht da ist. Stimmt, die ganze Zeit schon. Ich glaube, vielleicht hat er auch den Bug, den ich hatte. Ich habe letzte Runde, wollte ich gerade Hikate spielen. Problem war dabei einfach nur, dass ich mich nicht bewegen konnte. Fähigkeiten, alles drum und dran. Ich konnte nicht skillen. Das Game hat angezeigt, dass ich Tasten gedrückt habe, die haben immer nichts gemacht und egal wie oft ich geregent bin, egal ob ich das Game geschlossen habe, alles drum und dran. Cool. Ich mach genau gar nichts machen. Cool. Hit you for 1300 Damage, aber mit was? Ach, keine Ahnung, irgendwie. Irgendwann, da wird schon irgendwas gewesen sein. Viel Spaß, weißt du, findest du irgendwie heraus, keine Ahnung. I don't know. Und ich mache einfach gar kein Damage, wieso mache ich denn. Okay, ist schon. Nee. I don't know, das ist halt richtig absurd. Ich kann hier nichts machen, weil es ist einfach. Ich bin einfach instant tot. Und nicht mal meine Fähigkeiten sind schnell genug, die CC ist nicht gut genug, es erkühlt mich einfach sofort. Was willst du da machen? Gar nichts. Irgendwas dort Physical Protection gibt. Überleg, dass das nicht eine schlechte Idee ist. Das Problem dabei ist einfach, dass wir nicht als Team spielen. So viel, weswegen es mir einfach nicht viel bringt an der Stelle. Weil ich einfach alleine bin die ganze Zeit. Dann. Ich weiß nicht, weswegen. Die spielen halt komplett durcheinander alle. Die Möglichkeiten, hier Großes anzurichten, sind halt nicht wirklich vorhanden. Das Gute ist, ich habe recht viel Cooldown Reduction. Das gefällt mir. Dadurch kann ich Fähigkeiten einsetzen. Okay, was macht der hier hinten? Oh Gott. Ich habe Ult. Ultimate is ready. Das ist absurd. Schade. Ich komme halt nicht schnell genug hinterher. Willst du mich verarschen? Aber wieso ist der denn so tanky? Ich verstehe das nicht. Ich mach dem keinen Damage. Ich mach dem einfach gar keinen Damage und er heilt sich komplett durch. Und in der gleichen Zeit, wo ich ihm keinen Damage mache, macht er mich aber fast One-Shot. Unser Tartas hat gerade mal zwei Items. Während der gängige Tartas 4 hat. Während ich auch 4 habe, aber ich mache auch keinen Damage. Ne, 3. Egal. Ich hasse Pots. Ich mag nicht, dass die Pots dort ein bisschen gepackt sind, weil. Ich fange die einfach nicht auf. Punkt. Es ist kein guter Ort, um die Pots zu platzieren. Ich finde, die bräuchten einen extra Slot. Schau mal, ich klicke auf das Item drauf. Lass mich es doch einfach kaufen. Was ist denn hier das Problem an der Stelle? Also, keine Ahnung. Ist richtig lustig, aber gerade so eine frustrierende Runde, weil es einfach nichts funktioniert. Und ich verstehe aber nicht, wieso. Es macht keinen Sinn, dass es nicht funktioniert. Wieso funktioniert es nicht? Ja, keine Ahnung. So, ich glaube, mein Bild ist bestimmt offen mit der Schwachsinn.
Weil ich mag auch nur, dass man Blink einfach als fucking Relic jetzt. Ach, keine Ahnung. Das ist einfach ein System, was die nicht durchdacht haben. Sie machen das, sie wollen das zu. Sie wollen das wie LOL machen, fanden. Wer ist das? Fanden einfach das System zu komplex für dumme Spieler. Und machen es aber trotzdem, weißt du ja, weil man braucht ja Blink, man braucht ja Beats. Deswegen machen wir es einfach so, fertig ist. Come on, nee. Das sehe ich gerade nicht. Was ist? So, weg damit. Ach ja, ich bin einfach ehrlicherweise einfach gerade bei so einem Frustrationsmodus von Smite, weil ich verstehe den Sinn vom, also ich verstehe den Sinn vom Game, aber ich verstehe nicht den Sinn, wie sie ihn machen. Hätte einfach ein Remake sein können. Ich brauche kein random Sequel, was irgendwie was so random ist. Wenn ihr wisst, was ich meine, so, keine Ahnung. Weil ich finde es halt einfach. Ein Smite 2 ist mir so viel lieber, was einfach nur einfach Smite 1 aber besser ist. Fertig. Mehr brauche ich gar nicht. Ich will keine crazy Veränderungen haben, was ich sonst alles. Ich möchte einfach nur Smite 1 haben, was aber besser ist als. Ist das so? Punkt. Ich brauche den Rest nicht. Ich brauche die komischen meinen Systeme nicht. Ich brauche den ganzen Quatsch nicht. Unreal Engine 5 reicht mir schon komplett aus. Na gut. Irgendwie wird das. Ja, gut, wir cheaten. Wir müssen aufpassen, Thanatos fehlt. Be careful. Thanatos fehlt, da müssen wir einfach hart aufpassen. Der nimmt einen von uns gleich komplett raus. So. Awesome. Einmal outplayed. Spiel, Leute, Team, wollen wir auch irgendwie was machen jetzt hier oder? Okay. Verstehe ich nicht. Lass uns einfach eine Stunde lang hinten stehen, während ich irgendwie reinrenne und wir und probiere den Kill zu machen. Guter Call, unterstütze ich. Die Flügel sehen cool aus, aber irgendwie auch komisch. I don't know. Was ich denn jetzt noch haben? GG. Auf was? Active, keine Ahnung. Ja gut, ich weiß nicht, was die beste Idee ist. Come on, lass mich doch einfach hier die Sachen anschauen. Ich hasse es. Es fuckt mich ehrlicherweise so hart ab, weil ich nicht verstehe, wieso. Nee, ich will das nicht haben. Klar, machen wir es einfach so, kaufen den Quatsch. Das ist, nervt mich so hart, weil das sind Sachen, die jetzt schon seit der ersten Alpha existierten. Und ich verstehe aufs Leben nicht, deswegen das. Sorry für das Mikrofon berühren. Aufs Leben nicht, deswegen das immer noch existiert. Weil das macht das Spiel für mich so unspielbar. Das ist nicht unspielbar, das ist einfach krass frustrierend, weil ich möchte mir Items anschauen und das kann ich nicht. Weil der mir die einfach nicht anschauen. Weil er sie einfach nicht anschauen lässt. Weil er die ganze Zeit nur herumrückelt. Aus irgendwelchen mir unverständlichen Gründen. So. Ich denke mal, mein Bild ist auch komplett Schwachsinn. Meine 3, by the way, ist ein Schild, was um mich herum Damage macht, wenn ich aktiviere. Es kann auch um Teammitglieder herumgehen. Genau, warte, kann ich hier irgendjemand mal interagieren mit? Dankeschön. Genau. Meine Ult ist einfach ein sehr großes Feld, das man hier sehen kann.
welches einmal an beiden Stellen behind us. Soll ich nicht behind us sagen, aber egal. So, was viel Damage macht. Und Gegner, die sich in dem Feld befinden, werden gedamaged. Oh shit. Oh shit. Das war gefährlich. Okay, egal. Lass uns drüben angreifen, fertig ist. Ab, 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 ab. Zeig mal her. Awesome. Die 2 macht absurd viel Damage. Auch dafür, dass sie einfach instant ist. Das ist so krass. Das ist sehr interessant. Okay. Lassen wir es einfach. Es macht jetzt auch nicht mehr viel Sinn. Kann ich hier weggehen? Will ich irgendwie nerven? Genau. Jedenfalls. 2 große Felder, die ich selber bestimmen kann, wie man sehen kann. So. Gegner, die in den Feldern sind, bekommen Damage. Auch sehr gut Damage. Hier, schauen wir mal kurz ran. 834 Damage bekommen sie jetzt, wenn sie im Feld drin sind. Werden gestunt und danach werden sie von dem Feld um mich herum zu einem anderen Feld, wo ich hingedrückt habe, teleportiert. Alle Gegner, die in dem, die drin sind. Das ist richtig insane. Oh. Oh, come on, das war close. Alter, ist der schnell, was? Wie schnell rennt er weg? Ja, oder wie? Crazy shit. Genau. Und danach bleibt ein Feld da. Hier ein Punkt, auf den sich einfach, wenn man drauf schaut, kann man sich teleportieren. Also alle Teammitglieder. So. Das ist mega nice. Also mega viel Damage plus Gegner CC plus Teleportation. Oder wird das auch? Alter, das war close. Plus Teleportation, das ist richtig krass. Ich glaube, meine 2 bringt nur ein, meine 3 bringt nur ein Magical Schild. Ja. Oder? Ja, Magical Damage. Nee. Wie oft möchte Spam? Ja, oder wie? Wohin rennt ihr gerade? Was sind die Missionen? Wieso gehen die da unten entlang, während wir einfach zum Fallstand gehen könnten? I don't know. So. Können bitte aber vorsichtig sein. Dankeschön. So, Buffs ausgespawnt. By the way, man kann auch aktuell mehrere Buffs gleichzeitig halten. So. Ist recht cool. Leute, wir wissen nicht, wo Gegner sind. Wir müssen aufpassen. Ein bisschen wenigstens. Sagt er und lief komplett alleine herum. Oh, shit, da hinten ist... Ah, ich bin auf dem Weg. Wie oft möchte sie das noch sagen, ohne eine Falsche anzugreifen? Alter, ist sie ein Abfuck. Ja gut. Damit konnte ich auch gerade nicht rechnen. So, jetzt können wir den Falschen angreifen. Leute! Rudi, du spammst die ganze Zeit Attack the Fire Giant. Dann greif ich den Fire Giant an und dann, was, tun wir es nicht mehr oder wie? Das macht einfach gar keinen Sinn. Wir? Ernsthaft? Gegner haben den bekommen? Ne, wir haben den bekommen. Wir haben den bekommen, ich hatte gerade schon Angst. Ich konnte den Buff irgendwie nicht sehen. Doch, da ist er. Genau. Das wäre jetzt gruselig gewesen. Das wäre so crazy. Oh shit. What the fuck? Okay, haben wir fast einen Spin gehabt. Sehr schön. Alter, ist der fucking schnell, wenn er so eine Ult ist. Das ist richtig absurd. Ich bin auch sehr schön, dass es einfach null Codes dazu gab. Also vom Game auch selber, dass der hinten was macht, tut.
Gott, ich muss mir durch Epilepsie-Warnung hier durchschauen oder wie. Nehmen wir das mal mit. Ich finde, ein bisschen Movement Speed dazu ist nicht schlecht. Das, I don't know. By the way, das Feld von der 2 verschwindet auch nicht irgendwann. Das bleibt die ganze Zeit da. Wie man sehen kann, bis man es einsetzt. Ich glaube, man könnte das canceln. Müsste man ausprobieren, aber ich. I don't know, genau. So. Brad Hunter hat das am Team nicht wirklich viel geholfen, indem er einfach nichts gemacht hat. Besonders indem er gepusht hat. Ich mute mal die nicht. Die hätte ich schon lange muten sollen. Diese Menschen sind ein bisschen sehr, sehr anstrengend. So, ich muss schauen, dass mir der Tatas nicht anschaut. Ich habe schon wieder Ult. Aber wie wenig Cooldown hat meine Ult denn? 63 Sekunden. Ja gut, ich bin auch hart auf Cooldown Reduction gegangen. Darf man nicht vergessen. Ich habe sie gemutet. Will ich kurz erwähnt haben, ich habe sie gemutet. Das Spiel. Das sind so Sachen, die eigentlich nicht passieren dürften, die nicht so krass verbuggt sein dürften, dass es so hart nicht funktioniert. Das macht einfach gar keinen Sinn. Weil wieso, wenn ich sie gemutet habe, höre ich sie trotzdem noch. So. Zack, wir wissen nicht, wo Tartas ist. Das ist der Einzige, von dem ich wirklich Angst habe. Tartas. Doch nicht? Nee, der ist da drüben. Lustig, okay. Ich dachte, ich hätte ihn gehört. Okay, wir müssen halt ein bisschen aufpassen. Ach, der Tantas pusht hinten wieder. Das! Wenn mich das getroffen hat, sehe ich nicht. Geh ich halt rüber. Ach, kein Problem. Ah, cancel. Ach, Tantas. Bin ich dumm? Ja. Ja, bin ich. Offiziell. Lass mir den Quatsch mal kurz. Scheinbar wirst du auch auf der anderen Seite teleportiert und das wusste ich nicht. Ich dachte, du wirst nur von der einen Seite teleportiert und nicht auf die andere. Also, okay. Good to know jetzt. Jetzt sag ich Bescheid. Das war ein bisschen cringe. Da play ich ihn sogar. Da play ich mich aber selber noch dazu. Okay, die pushen jetzt. Wir können jetzt auch nicht durchgehen. Was gut ist, jetzt bin ich wirklich im Game drin. Das ist halt richtig lustig. Ich bin trotzdem abgefuckt gewesen. Ich finde, das sind so Sachen, die einfach nicht sein dürfen. Also, das Game ist nicht polished. Ist auch komplett fein. Wir sind in der Alpha. Aber es sind auch für eine Alpha sind dann solche Dinge wirklich absurd. Dass sie noch so krass Probleme machen. Also, keine Ahnung. Ist halt frustrierend. Ich hoffe sehr, dass ihr jetzt nicht zu krass negativ von mir beeinflusst werdet hier. Ich finde. Das Game ist schon, macht Spaß, ich hab schon Spaß, ist cool, ich bin happy, sieht cool aus, alles drum und dran. Aber es hat so viele frustrierende Parts. Ich will auch komplett fertig machen, bin ich euch ehrlich. Schade. Egal, ja, ich hab wieder Ult. Scheiße. Oh mein Gott. So, das ist so lustig. Die ist wirklich gut. Bad. Geil. Der Tartus hat Free Rain auf mich drauf. Ich kann nichts machen. Ja, mein Fehler. Ich hätte besser sein müssen. Hätte nicht von meinem Team weggehen dürfen an der Stelle. Ich habe sogar immer noch meine Q. Ich vergesse, dass ich das mit Active Items.
Intelligence. Kaufen wir den mal schön. Der ist wenigstens tot. Dankeschön. Der Thanatos muss halt einfach sterben. Den Finish. Brudi, ich hab dich gemutet. Wieso kann ich dich noch hören? Spaß. Sehr viel Spaß. Ich weiß gar nicht, was machst du genau da unten? Was willst du? Achso, wahrscheinlich die 2 zeigt es mir an, schätzungsweise. Ich kann mit der 2 bis zu 1100 Damage machen. Mein Dreier macht 800 Damage. Die Ult macht fast 1000 Damage. Cool. Alles schon. Kann ich die eigentlich wäschen? Kann ich die vorbereiten? Ich könnte sie eigentlich voll gut vorbereiten. Hätte mich nochmal hier kurz. Okay, ich schau mal. Ob ich jemanden einfach überraschen kann mit dem Damage. Weißt du, soll ich dann jemand mit meiner 1? Und dann habe ich die 2 drauf. Und dann dürfte die Person nicht tot sein. Will ich ausprobieren, ist bestimmt lustig. So, warten wir kurz hier drüben. Das Blöde ist, wir haben keine Vision über irgendjemanden. Das ist halt. Also wir wissen das nie. Der Münze ist, ich schau dich. Schade, dass ich auf Bad bin. Würde ich ganz klar beschreiben. So. So, da hinten ist Thanatos, der nervt. Oh, ihr Leben. Na, schade. Na, come on, wirklich. Der ist so absurd schnell. Das ist so crazy. Das ist halt Speedbuff plus, hier, was, welches Item? Wo bist du? Das Item. Nee, fuck, welches denn? Das hier. Das ist so absurd. Plus seine 3, er ist halt einfach Speedy Gonzales. Würde ich mal ausprobieren. Ich finde, es sieht halt mega lustig aus, wenn er so spielt. So. Na, I don't know. Thanatos ist der einzige, von dem ich wirklich Angst haben muss. Bei dem macht mir wirklich sehr viel Damage. Ach ja, ach ja, ach ja. Spaß. Und die Minis beenden einfach. GG. Ach ja. Ja. Überleg mir, ob ich die Runde nehme. Weil es dann schon mental sehr zermürbelnd hier. Okay, aber trotzdem. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich natürlich mal ein Like freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.